herzlich willkommen zu einem neuen Video. Hallo. Und ihr seht, wir sitzen in Gustav in unserem Wohnwagen, weil es geht nämlich richtig spontan los nächste Woche. Und blöd ist, meine Frau ist immer noch gehandicapt. Ich habe erst schon Haushalt zu Hause machen müssen. Und der Wohnwagen stand jetzt, wie lange? Oktober, November, Dezember, Januar, Februar, März, April. 6 Monate, so lang stand Gustav noch nie. Ne? Also wirklich noch nie auf einem Fleck. Wir haben den 6 Monate lang nicht bewegt und jetzt wird es einfach mal wieder Zeit für richtigen Campingurlaub. Und ich habe mir gedacht, kann zu Hause eh nichts helfen. Ja. Ich kann nichts machen. Mir ist langweilig. Fahren wir shoppen. Genau. Fahren wir zum Oberling. Genau, wir fahren nämlich zum Oberling und Winterswick ist es, glaube ich. Ne? Mhm. Und da waren wir schon lange, lange nicht mehr. Wir haben nicht mal einen Umbau gesehen, der da jetzt stattgefunden hat. Ja. Und da kommen auf alle Fälle auch noch ein paar Informationen für euch, wenn wir da sind. Aber ich habe jetzt Haushalt gemacht. 3 Wochen fast. 3 Wochen, ja. Sie hat kaum gemeckert. Und ist halt gehandicapt und Wohnwagen, klar, Schiff machen, ist natürlich dann meine Sache. Und wir sind hier reingekommen. Ich habe direkt den ersten Mecker bekommen von Eckart, weil, möchtet ihr das mal kurz sehen? Und, ja, das möchte ich sehen, das ist so sehenswert. Ja, ich habe nämlich ein Video gemacht vor längerer Zeit hier drin. Das ist bestimmt 5 Wochen, 6 Wochen her mit der Powerstation, wo ich den Kühlschrank anhatte. Und ich habe vergessen, den Kühlschrank eigentlich zuzumachen. Und, warum? Weil ich den über Winter natürlich offen stehen lasse. Jetzt extra eine Regelung, dass die Tür nicht ganz zugeht. Kommt dann das bisschen Luft durch, was durchkommen muss. Und ich habe jetzt die Arschkarte, weil so sieht der Kühlschrank jetzt gerade aus. Ich habe hinten einen riesen Eisblock. Also wenn jemand jetzt Lust auf dem Eis hat, kann er gerne bei uns vorbeikommen. Nee. Und ja, da ist der Riegel. Und das verhindert natürlich, logischerweise, dass die Tür ganz zugeht. Aber mein cleverer Mann hat das nicht gewusst. Aber Schatz, da fängt schon an zu schwitzen. Da hinten tropft es schon. Siehst ja, du das? Ja, ich schwitze dir auch. Und apropos schwitzen, ich musste ja wegen meiner Frau mal wieder hier die Heizung auf 5 drehen. Ja, da, weil sie gesagt hat, komm, mach die Gasflaschen leer. Wir brauchen neue Gasflaschen für den Urlaub. Ach, ich frage mich, wo ist mein Saunahandtuch? Und also ich finde, für mich persönlich wäre der Wohnwagen fast sauber. Gut, ein bisschen Bett beziehen, hier noch ein bisschen abwischen oder sowas. Das Übliche halt. Aber ich denke, mehr verlange ich ja gar nicht. Ein bisschen Staubsaugen. Staubsaugen habe ich doch erst gemacht. Nur weil du 3-mal hin und her mit der Powerstation, ist es nicht sauber. Das war vor 6 Monaten, wo ich im Staubsauger rum bin. Seitdem war ja keiner mehr drin. Ja, aber es staubt trotzdem. Merkt ihr was? Wir Männer, wir haben immer die Arschkarte. Ne? ich würde jetzt einfach mal sagen, ich als Mann mache jetzt einfach mal meinen Wohnwagen sauber und bin mal echt gespannt, ob meine Frau mit mir zufrieden ist. Wahrscheinlich nicht. Ja, schmeiß doch alles durch die Gegend. Nass, Kabel kaputt. Gefühlte 5 Minuten später total kaputt, werde ich jetzt das Bett beziehen müssen, weil da ist noch nichts drauf und ich muss es ja meiner Frau hübsch machen. Ach ja, das ist doch alles Mist. Ich hoffe, sie bald wieder gesund ist, geht das auf den Sack. Hoffentlich hört sie das nicht. Und dann noch mit dem Schuh. Oh, jetzt habe ich die Schuhe, ich muss noch die Schuhe ausziehen. Ihr seht, ich krieg da voll das Theater. Schuhe waren sauber. So. Oh, jei. Ich wäre kein Hausmann. Rushing through my body, I know that it is here to stay. It's like you're my personal Illuminati. Genau das, was du gerade da unten machst, mit den 2 Ecken von der Matratze. Das musst du bitte auf der gegenüberliegenden Seite auch noch machen. Was denn? Ja, dass die Matratze da drin ist. Echt jetzt? Ja, echt jetzt. Und das Gefühl, weil ich kann es ja wohl auch nicht. Girl in this whole world. No, I'm not gonna fight. I got my hands on your body. So tell me. Das geknuddelt, das geht ja gar nicht. Moment, das ist ein Eck. Ja eben, das kann man reinmachen. Doch nicht doof. So wie dann. Soll ich das machen? Ja. Tina übernimmt. Cobra, bitte übernehmen Sie. Ja. Ah. Alter, entweder steht der Wohnwagen so eng oder ich bin mit Corona die Breite gegangen.
So, die Bewertung kommt. Ich sag dazu nichts. Das ist auch gut so. Ja, ja, ich kann drin schlafen. Ich hab gewonnen. Darf ich dir mal was zeigen? Wie putzt ihr euch die Zähne? Überall habe ich hier Zahnpasta. Siehst du das? Das ist echt eine Sauerei. Ich darf euren Scheiß wieder wegputzen. Weißt du, was ich geil finde? Schon seit Beginn an, seit du den Haushalt machst. Was? Dass du über die gleichen Sachen meckerst, über die ich seit Jahren meckere. Ja, das ist ja wohl wahr. Alles voller Zahnpasta, ey. Wisst ihr, was ich jedes Jahr so richtig kacke finde, so richtig scheiße finde? Guckt euch mal diesen Schmodder an, der sich da gesammelt hat. Das ganze Jahr läuft da das Wasser runter. Und hier ist ja wirklich alles vollgesifft. Das ist so ekelhaft. Deswegen mache ich wenigstens mal hinten ein bisschen sauber. Es ist noch nicht hundertprozentig sauber, aber es reicht so erstmal, um kurzfristig ein Wochenende lang in Urlaub zu fahren. Ich denke, Tina wird zufrieden sein. Und der richtige Großputz kommt dann kurz bevor wir den Sommerurlaub antreten. Da bin ich ja eh mal draußen bestimmt mal so 6-7 Stunden beschäftigt, mal so richtig sauber machen mit Polieren und so weiter. Aber ich bin eigentlich ganz zufrieden. So, die Markise habe ich jetzt drauf gemacht mit vereinten Kräften. Ein bisschen windig, ein bisschen blöd. Normalerweise mache ich mit Tina zu zweit, hat es ein bisschen länger gedauert. Aber wir sind jetzt fast urlaubsready. Aber was mir auffällt, das Ding steht schon seit 6 Monaten, wenn wir mal die Kamera auf meine Reifen schwenken. Da fehlt definitiv noch ein bisschen Luft. Ja, ich mache jetzt einfach hier ein bisschen Luft drauf. 4 Bar, 4,5. Ich würde jetzt sagen, mein Wohnwagen ist für mich persönlich sauber. Und ich werde das nachher einfach Martina beurteilen lassen, ob ich das so lassen kann. Wie gesagt, waren jetzt halt ein paar Stunden, die ich jetzt hier verbracht habe. Aber ich meine, das macht man 1-2 Mal im Jahr. Und wenn er jedes Mal nach dem Urlaub dann so ein bisschen sauber macht, ist alles super wichtig. Geschafft. Einen Tag später, so ein bisschen kaputt. Aber Wohnwagen ist sauber. Ich habe die Abnahme hier durch die Chefin bekommen. Jawohl. Das erste Mal, wo ich einen Wohnwagen komplett alleine geputzt habe. Ach Gott, hat der gestern Abend gejammert. Oh, mir tut alles weh und war das anstrengend. Ja, war's ja auch. Gejammert, als wäre auf alle Fälle gelaufen. Wie damals bei Rocky 3. Ich habe Muskeln, ich habe Muskelkater. Ja, ich habe gar nicht gewusst, dass ich da Muskeln habe an der Stelle, aber egal. Ich fand's lustig. Ja, den Hintern habe ich ja noch abgewaschen, habt ihr ja gesehen. Nicht von mir, von dem Wohnwagen. Ja. Arme Hand. Ja, heute habe ich jetzt noch die Klappe eingeräumt, unten mit unseren Stühlen und so weiter. Und da noch ein bisschen sauber gemacht. Und ja, eigentlich sind wir jetzt soweit ready. Mhm. Na, Kühlschrank habe ich ja auch ausgewaschen und mit meinem Fiasko, was ich da veranstaltet habe. Aber ich bin ein Mann, Entschuldigung, ich brauche dafür keine Entschuldigung. Ich bin Mann, Ende, ja. Das ist Entschuldigung genug für alles, was ihr falsch macht, ihr Männer. Alles klar. Ja, und ich würde sagen, ich bin ready, wenn du ready bist. Und in diesem Sinne sagen wir einfach, abonniert unseren Kanal. Aktiviert die Glocke. Verpasst da kein neues Video. Und wir sagen jetzt, ciao, tschüss. Ciao, tschüss. Bis zum nächsten Mal. Hey, wir haben das Intro geschafft beim ersten Mal. Cool, ne? Total geil. Ja, ich habe auch extra aufgepasst, ich habe mich voll konzentriert. Ja, auch total.